So, Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von StarCraft. Und, ja. Mission Nummer 9, der Episode 3 steht an. Die vorletzte Mission des Spiels, Freunde. Die vorletzte Mission des Spiels. Wir haben es fast geschafft. Ich muss wirklich sagen, so langsam ist es für mich echt nur noch ein Krampf. Also, gerade jetzt in der Protoss-Mission, die Missionen sind halt echt ätzend und machen mir zumindest nicht mehr besonders viel Spaß, so ehrlich will ich sein. Aber ich ziehe es durch und ich werde wahrscheinlich auch irgendwann mal Brood War durchziehen, aber später. So, schauen wir mal, was Mission 9 für uns offen hält. Wir sind immer noch zum Planeten Char. Taroatu, Executor. Ein Land, das ihr meine Freilassung erreicht habt, kennt keine Grenzen. Bei allen Göttern. Wir können immer noch gewinnen. Die Zeit ist gekommen, die Macht der dunklen Templer zu entfesseln. Zeratul, vielleicht sollten wir jetzt unseren Freunden von dem Feind erzählen, dem wir wirklich gegenüberstehen. Ihr habt recht. Als ich den Zeraten auf Char tötete, berührte ich ganz kurz die Essenz des Overmind. In diesem Moment Geist von seinen Gedanken erfüllt. Und ich sage euch, dass sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben. Die Zerg wurden tatsächlich von den alten Zelnaga erschaffen, denselben Wesen, die uns in unserer Kindheit unterstützten. Doch dann wuchs der Overmind über ihre Grenzen hinaus und ist jetzt endlich zurückgekehrt, um die Experimente zu vollenden, die sie vor so langer Zeit begannen. Ihr seht daher, meine Freunde, dass es bei unserem Kampf nicht nur um die Rettung von Ayur, sondern um die Rettung der gesamten Schöpfung geht. Wenn wir von den Zerg überwältigt werden, wird der Overmind sich frei über alle Sonnen und Planeten ausbreiten und alle denkenden Wesen in sich assimilieren. Nur wir können diesem Wahnsinn noch ein Ende machen, ein für alle Mal. Unsere Streitkräfte werden den Kampf gegen die primären Zerg-Schwarmcluster aufnehmen. Wir hoffen dadurch, ihre Verteidigung zu schwächen. Sobald ihre Anzahl geringer geworden ist, können Zeratul und seine Begleiter die Cluster infiltrieren und die Zerebraten vernichten. So Atun will, wird der Tod der Zerebraten den Overmind lange genug ablenken, sodass wir ihn direkt angreifen können. Okay. Benutzt Zeratul, um die Zerg-Zerobraten zu vernichten. Zeratul und Phoenix müssen überleben. Oh Gott, okay. Wir schaffen das. Okay. Ist ja gar nichts. Okay, wahrscheinlich ist es so wie bei der Zerg-Dings, dass ich hier oben erstmal irgendwo eine kleine Basis einnehmen muss oder so. Schauen wir mal. Ja, ihr beiden könnt ruhig da bleiben. Das ist tatsächlich okay für mich. Ey, guck mal, ich habe hier so ein Apparillo, der mir in der vorigen Mission so auf den Sack ging. Cool. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine, so ein Ding. Okay. Wo muss ich denn hin? Ah, okay. Moment. Wir sind alle durchsichtig, merke ich gerade. Ich kann mich hier durch... Obwohl, das Viech nicht, ne? Warte mal. Zimmer dich mal. Zieh dich. Achso, ich habe genau 12 Durchsichtige. Unsichtbare muss man ja. Ach so. Der Apparat macht das. Ich verstehe. Ach, so funktioniert das in StarCraft. Okay, erstmal wieder speichern, weil wir sind ja schon so weit gelaufen. Weil die Dinger werden jetzt auf jeden Fall den Flugapparat angreifen. Ja, ich weiß es nicht so hundertprozentig, was ich tun soll, to be honest. Ich meine, wir können die Dinger problemlos angreifen, glaube ich. Genau. Wunderbärchen.
Werde erstmal da oben fertig machen, bevor da eventuell neue Dinger sich aufbauen können. Oh! Gut! Vielleicht doch ein gescheiterter Versuch? Man weiß es nicht. Ja, das war ein kleines Vieh hier. Ich hab die Hoffnung, dass wir gleich irgendwie eine Basis bauen können. Ach du meine Fresse. Ich hätte es da jetzt nicht fertig. Ich bin ein bisschen unsicher gerade. Also ich weiß halt nicht. Nee, das ist irgendwie scheiße. Was soll ich denn tun? Okay. Ich verstehe nicht so ganz, was die Vision gerade von mir verlangt. Vielleicht verlangt sie erstmal von mir, dass ich mich durchschleiche. So. Dass ich mich durchschleiche. Pipiu, pipiu. Problem, ja. Ich geh einfach mal durch. Wir werden mal gucken, was hier los ist. Alter, das fette Ding ist ja gleich schon kaputt. Was ist das denn? Den kann ja gar nichts ab. Er ist ja beschissen. Hä? Ich verstehe nicht, was die Mission gerade von mir verlangt. Ich kann doch nicht mit so einer mickrigen Armee gegen Abermillionen Zergs antreten. Das funktioniert so nicht, Freunde. Hey, hier ist ein Zerberat. Ja, du bist tot. Ich verstehe die Mission gerade nicht. Also wirklich nicht. Was ich einfach tun soll. Vielleicht ist hier rechts noch irgendwas. Da habe ich natürlich jetzt nicht geguckt. Ich brauche halt irgendwie eine Basis. Sonst sehe ich hier keinerlei Hoffnung auf. Achso, warte mal. Ich habe Arbeitskräfte dabei. Gut, man kann natürlich auch ein Vollidiot sein. So wie ich. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich Arbeitskräfte dabei habe. Irgendwie. Na gut, wo sollen die sonst herkommen, ne? Ich hatte eben gedacht, dass da irgendwo eine Basis ist, dann. Ja gut. Da habe ich mal nichts gesagt. So, warte mal, dann könnt ihr mal mit herkommen. Was möchtet ihr von mir? Kann ich auch da was bauen? Theoretisch ja schon, ne? Wäre vielleicht klüger gewesen, weil da so ein Dingens ist. Dann bauen wir uns einfach zwei Basen, wenn das vielleicht funktioniert. Schule. Ich hoffe mal, die Dudes greifen uns nicht an. Am Anfang zumindest. Ja, was kann ich denn noch so? Was brauchen wir denn alles? Pylonen brauchen wir natürlich. Brauchen wir sowieso. Ja. Warte, wir müssen ja wirklich komplett von Null anfangen diesmal. Das ist ungewohnt. Das kenne ich so ja nicht. So, bevor ich hier alles verschwende, sollte ich gleich gucken, dass ich auf jeden Fall da, ne, was baue. Konnte ich vom Nexus aus die Sonden bauen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Mann, dauert so ein Nexus lange, ey. Ja, kann ich, sehr schön. Allein jetzt schon leer hier, das gibt's ja wohl nicht. Gut, dann bauen wir halt noch eine Pylone. Ist fein für mich, hier unten in der Ecke vielleicht. Du kannst ja so lange schon mal abbauen hier. Noch einer. Ist auch eine Sonde hier.
Ja. Das ist auf jeden Fall scheiße. Ich wollte eigentlich sagen, das ist auf jeden Fall interessant, dass ich hier wirklich diesmal eine Basis mal komplett von null aufbauen muss. Nee, ist falsch. Warte mal, was wollte ich denn jetzt gerade tun? Achso, ich wollte erstmal davon welche bauen. Und dann wollte ich mal gucken. Warp-Knoten brauchen wir auf jeden Fall. Aber da habe ich gerade nicht genug Zeug für. Ja, dann baue ich erstmal ab. Ja, eigentlich dumm. Ich hätte eigentlich da drüben machen sollen. Aber vielleicht kann ich da ja einfach auch eine Basis bauen. Weil ich habe ja, das habe ich auch mal wieder festgestellt, ne, ich sollte mehr Basen und so bauen. Also mehr Stellen, wo ich halt mit Bugs... Wo ich halt mehrere Einheiten gleichzeitig produzieren kann. Ja, du kannst mal so ein bisschen in der Mitte weitergehen, damit die auch alle schon durchsichtig werden. Das ist halt cool, das wusste ich gar nicht. Mit Vergnügen. So, können wir denn irgendwas bauen schon mal wieder hier? Du chillst hier nur rum, ne? Du sollst arbeiten. Arbeit, Arbeit. Ja, einen Warp-Knoten können wir bauen jetzt. Zwei. Ja, doch, bauen wir da in die Ecke. Ist okay. Kann mal kurz gucken. Der Ding hat schon gebaut. Dann kann ich dann nur Pylone bauen, damit ich auch ein bisschen mehr Platz zum Bauen habe, ja. Auch nicht unwichtig. Aioli. Ja. Chill. Das macht doch Spaß, Freunde, oder? StarCraft. StarCraft ist auch ein tolles Spiel, oder? Nee, ist es bestimmt, aber ich bin einfach nicht... Es ist einfach nicht meine Art von Spiel. Es war mir schon eigentlich im Vorfeld klar, aber ich wollte es doch auch wissen. Was mich halt hier tatsächlich immer motiviert, ist halt wirklich die Geschichte. Und ich finde es halt wirklich geil, wie die erzählt ist und wie die sich fortsetzt und... Blabiblub. Es ist alles sehr, sehr schön. Aber wenn mir das Gameplay halt nicht so Spaß macht, ist halt ein bisschen doof. Aber wenn das halt ein bisschen einfacher wäre und nicht so übertrieben wie jetzt in der Protoss-Kampagne, dann wäre es halt schon in Ordnung. Und StarCraft 2 möchte ich auf jeden Fall spielen. Aber bei Brood War habe ich echt Schiss vor. Weil ich habe halt wirklich gehört, das Spiel soll noch härter sein als das Hauptspiel. Weil es halt logischerweise die Fortsetzung ist, ne? Ich weiß nicht, Freunde. Okay, ich hätte jetzt irgendwie echt das Bedürfnis, einfach mir gleich so eine Sonne zu schnappen und drüben nochmal das gleiche zu bauen. Für den Spaß hier halt. Und dann eben auch, mehrere Einheiten bauen zu können. Hast du gerade einen Auftrag? Doch nicht, ne? Wollen die denn alle, die ich hier baue? Gehen die automatisch zur Arbeit, oder? Ne, das sind die hier, ne? Die haben keinen Bock. Ja, guck mal, die gehen alle dahin. Warum auch immer. Naja. Gut, dann nehme ich mir mal hier. Ist noch einer im Bau. Dann nehme ich den im Bau gleich drüben was hin. Wir müssen auf jeden Fall drüben hin. Ja, ich hätte das da drüben machen sollen. War ein bisschen unüberlegt von mir. Aber kannst du jetzt nicht mehr ändern. Ich hoffe jetzt nicht, dass Flugviecher kommen oder sonstige andere mir auf den Puffer gehen. Ich bin aber direkt hier drin die Basis bauen sollen. Naja, geht's schon. Dann muss ich ja echt noch einen Nexus bauen, wa? Also klar, ich könnte die auch rüberschiffen, aber das dauert ja, ne? Das dauert ja Äonen dann. Habe ich nicht so Bock drauf. So, dann baue ich nämlich hier so einen Assimilator auf jeden Fall noch. Logischerweise. Und dann können die hier drüben ordentlich Schüttelblöp gleich machen. Schüttelblöp können die dann machen. Schüttelblöp betreiben. Ja.
Ja, ich fange ja, ich mache hier einfach parallel was, würde ich sagen, ne? Brauchen wir hier so ein Apparillo hin? Warpknoten muss dann auch sein. Geht natürlich noch nicht. Wir werden angegriffen. Ach komm. Yo, Alter, bitte noch mehr. Es wäre auch ein toller Anfang, wenn ihr einfach mal angreifen könntet. Was war das denn jetzt für? Die haben Trill nicht angegriffen. Voll nervig. Oh, Alter. Nein, mein Schiff ist weg. Jo, was haben die denn da, Vergifteter? Sicherlich. Lindy. Oh, ja. Wisst ihr was? Komm. Das ist eigentlich für die Folge echt scheiße, aber ich mach die Mission nochmal von vorne. Die geht mir gerade echt auf den Sack. Wir machen das nochmal ganz von vorne, ganz anders. Ich baue direkt da drüben was hin. Damit ich direkt beides habe. Wobei, hier, ich habe gar nicht beides, ne? Da gibt es ja auch Minerale. Ja, das ist ja witzig. Ja, dann baue ich hier. Scheiße. Oh, das ist. Oh, die Mission gibt mir auch schnell so auf den Sack, ne? Einfach jetzt schon. Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Ich bin ehrlich, ich habe einfach keine Lust mehr. Verwendet mich. Ich würde das Ding eigentlich gerne sehr zentral bauen hier. So soll es sein. Wegt euch mal alle weg hier. So, dahin einfach schön. So, dann Pylonen. Da zum Beispiel. Und da zum Beispiel. Ja, ne? Das muss ich halt irgendwie gucken. Das ist alles gerade ätzend, ehrlich. Es geht mir gerade alles ein bisschen auf den Sack, dass das hier so gespreadet ist. Wer auch immer die Idee hatte, das so zu machen. Voll nervig einfach. Absolut nervig. Wir fühlen eure Gegenwart. Basisfeld. Haha. Das ist mir bei den Gegnern auf die Eier ging. Boah, dann muss ich da eigentlich. Boah, das ist doch richtig ätzend einfach nur. Boah, nee, habe ich irgendwie echt geschmeidig keine Lust drauf. So. Jetzt könntet ihr eigentlich mal hier. Ihr könnt ja jetzt drüben hin und da was abbauen und hoffen, dass ihr nicht sterbt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, was auch immer. Meinetwegen. Ihr habt nicht genügend. Aioli. Auch Mann, ey. Ja gut, so weit ist der Weg eigentlich nicht, ne? Wenn ich halt genügend hab, dann geht das. Trotzdem ist es nervig. Es ist einfach nervig. Nervig und ungünstig. So, dann sehen wir gleich, wie das hier startet. Pass auf. Zack. Oder auch nicht. Achso, wir brauchen ja. Ach nee, wir brauchen ja die. Ah! Ich habe jetzt schon nicht. Pylonen. Entschuldigung. Oh Gott, ich höre wieder irgendwelche Scheiße, die ich gar nicht hören möchte eigentlich. Oh Gott.
Ja, die wird leider sterben und die auch, weil Spiel macht Spaß und ist fair gerade. Warum genau sind die jetzt abgewählt? Man weiß es nicht, ne? Es ist einfach nervig gerade. Oh, ich habe überhaupt keinen Nerv auf diese Mission gerade, ganz ehrlich. So komplett nicht. Ja, wobei, nein. Wir brauchen mehr das Zeug gerade. Cool, dauert ja nur 17 Jahre, bis es tot ist. Ja, quasi nichts. Oh, ich suche die gerade. Einmal alles auswählen, bitte. Fuck, ey. Ihr habt nie genug von irgendwas. Geh mir nicht auf den Sack, Spiel. Oh. Zu viel. Nee. Ich und Echtzeitstrategie ist einfach nicht. Das passt einfach nicht zusammen. Eigentlich haben wir auch wieder nicht genug Pylonen. Auch wieder bauen. Seine Mutter hat nicht genug Mineralien, ey. Ja, das mal ab. Mann, die Depression hinten gerade, ey. Jetzt aber. Hier um die Ecke irgendwie mal bauen. Hoffentlich geht das dann auch. Nicht, dass dann genau Leute vorbeifahren, dann geht nicht. Weil die das potenziell direkt kaputt machen. Ey. So, gleich muss ich mal so ein Apparat bauen, damit ich auch mal wieder Einheiten bauen kann, ne? Das wäre doch auch mal eine tolle Sache. Das wäre doch auch mal eine schöne Sache, oder nicht? Genau, das hier nämlich ein Warp-Knoten. Ja, komm, einfach hier. Nein, warte mal, wenn die dann spawnen, dann sind die wahrscheinlich hier gefangen, boah. So, dann mache ich das Ding aber wieder kaputt da. Oh ne, warte mal, noch kann ich abbrechen, ne? Mach es doch mal woanders hin. Nein, ich schmiede. Boah, komm. Noch ein bisschen höher. So. Schlimm, was hier gerade passiert. Für mich. Heil dich nicht aus. Psychisch. Aber wenn ich hier so eine Unsichtbarkeitsmache habe, dann ist eigentlich ganz geil, da einzudringen. Das habe ich ja eben schon beim Anfang gemerkt. Eigentlich echt ganz okay. Ist immer lustig, wenn man das machen kann. So, die Produktion geht jetzt auch eigentlich schon ganz gut hier. Also das Zeug kommt schnell ran, sage ich mal, ne? Haben wir da 5000 Vespingas, geil. Ah, baue ich nochmal. Immer 50 kosten, ey. Bläh. Gar nicht so viel hier, ne? Na ja, geht. Sitzt ja auch nur rum, scheinbar. Das geht mir auch auf den Sack, ne? Die sind auf einmal immer irgendwann da.
spawnen, sich langsam annähern. Nein, einfach da sein und einfach permanent alle killen. Ja. Setz more my style, bitch. Ja, bitte, lauft noch kranker durch die Gegend und lasst mich nicht mal angreifen. Die Mission ging aber 2 Minuten und ich krieg's das Kotzen. Hallo? Ja, das war's. Ich muss neu laden. Ist das lächerlich. Ich bin gerade echt überlegen, für diese Mission einfach Cheats zu aktivieren, ne? Einfach, weil ich habe einfach keine Lust. Ich habe gerade echt einfach komplett keine Lust auf das hier. Was auch immer hier gerade passiert. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Wir haben das Ding noch nicht mal gebaut. Oh, ist ja nur zum Kotzen, ey. Ihr habt nicht genug. Ich cheate. Ich habe gerade. Boah, das ist zerrt einfach so komplett an meinen Nerven gerade. Oh, ich habe keine Geduld für das gerade. Ich glaube, ich werde Brood War nicht spielen. Ich glaube, das halte ich nicht aus. Ich glaube, das würde ich nicht überleben. Einfach. Geil, Berserker bauen. So ein Apparino muss ich auch noch bauen. Den kann ich doch nicht in die Ecke setzen. Oh, nee, nee, Spiel, lass mal. Ich habe jetzt den ausgewählt. Ach nee. Ich brauche sie ja, meine Streitkräfte. Dann kommen die wieder angekackt, die scheiß Viecher, und sagen: Hallo! Ich gehe euch auf den Sack! Ich glaube sogar jeden Moment, deswegen speichere ich nochmal ab. Wie soll ich denn so schnell handeln, Alter? Das kann doch nicht sein. Ich freue mich auf den Kampf. Auswendig lernen, neu laden und dann bekämpfen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich momentan sehe. Greift sie doch an! Ey, dieses Spiel ist so schlecht, ne? Das funktioniert so häufig einfach nicht. Ich gebe Inputs, aber das Spiel hat keinen Bock drauf. Nee, jetzt ist mein Schiff schon wieder tot. Das kann doch nicht angehen. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Wen auch sonst. So, es hat funktioniert. Ich bin begeistert. Fuck, Viecher, ey. Ja. Oh. Geht mir doch mal 2 Sekunden nicht auf den Sack. Ehrlich. Keine Lust mehr. Dieser Fluch sorgt dafür, dass alle 1 HP sind. Fair, auf jeden Fall. Und das direkt am Anfang gespielt, so. Nö. Einfach nö. Ah,
Was ist das für ein krankes Spiel geworden, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Am Anfang hat es echt Bock gemacht, aber mittlerweile ist es einfach nur noch übertrieben schwer. Nur noch so ein... Ja, wir knallen dir mal, 17 Gegner innerhalb der ersten 20 Spielsekunden auf dem Hals, die dich one-hitten können. Sieh zu, wie du klarkommst. So. Nee, einfach nein. Einfach kein Spaß mehr an diesem Spiel. Muss ich leider sagen. Also, keine Ahnung. Ist bestimmt ganz cool für manche Menschen auf diesem Planeten, die so ein bisschen sadistisch veranlagt sind. Oder masochistisch, eher gesagt. Aber für mich nicht. Nein, danke. Ich habe gerne Spaß an Videospielen. So. Sorry, dass ich da so ein bisschen anderes Verständnis für habe. Nämlich nicht einfach permanent leiden. Ja, das ist so eine OP-Attacke, dass alle einfach One-Hits sind. Na klar, die haben jetzt ein Schild, aber... Ey. Das ist bescheuert, ey. Ein bisschen Basis zum Anfang wäre auch nett. Warte, wenn die wieder alle angekackt kommen. Jetzt haben die genau so ein fettes Viech. Boah, ihr langsamen Schwanzlutscher. Jetzt lauft mal ein paar Millisekunden schneller, bitte. Scheiß Viech da weg, ey. Und ja, so eine fette Giftwolke ausgelegt, die wahrscheinlich mich one-hittet auch wieder. Also ich bin momentan echt am überlegen, ob ich Cheats aktiviere, weil es gibt tatsächlich sowas wie God-Mode, glaube ich. Oder dass ich einfach irgendwas mache, weil... Ey, ich habe keinen Nerv mehr, wirklich. Ich bin wirklich ein bisschen am Ende mit dem Spiel. Ich habe es wirklich längere Zeit ja auch pausiert. Ich habe richtig gemerkt, wie meine Laune sich verbessert hat. Einfach, weil ich dieses Spiel nicht mehr spielen musste. Es ist echt nicht meine Welt hier, Echtzeitstrategie. Vor allem, wenn es so bockschwer ist. Wie gesagt, Anfang des Spiels war echt okay. So, da konnte man immer ein bisschen was machen und hat dann auch irgendwie mal seine Gegner getötet. War ganz super. Aber mittlerweile, ey, musst du innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen fällen, die dafür sorgen, ob du die Mission überhaupt noch schaffen kannst oder nicht. Und ne. Nee, danke. Guck doch mal, wie langsam der Scheiß vorangeht, ey. Was soll ich denn noch tun? Kann auch angreifen, ne? Aber irgendwie ist er zu dumm dafür. Also der stirbt ja instant. Der hält ja noch weniger aus als die anderen, glaube ich. Er hat 200 Leben, aber irgendwie merke ich davon nicht viel. Es ist wieder Zeit für Pylonen. So viel, was man auf einmal machen muss. Ach schön, ach toll. So macht das Leben noch Spaß. Nicht wirklich. Mein Leben macht keinen Spaß in StarCraft. Boah, ich bin gerade so demotiviert, ne? Aber wirklich so komplett. Ich habe komplett keine Lust mehr gerade. Ja, ich habe wieder länger nicht gespeichert. Das heißt, es ist wieder mein Untergang. Alter, das ist ja nur noch nervig. Das Ganze hat doch hier nichts mehr mit Skill zu tun. Das hat einfach nur noch mit... Wir wollen den Spieler abfucken zu tun. Ey, nee, komm. Mir reicht das jetzt. Mir reicht es, ich werde Cheats benutzen. Ich werde irgendwas machen. Es ist nicht so, dass ich jetzt gerade einfach nicht... Zum einen ist es auch so ein bisschen, dass ich nicht weiß, wie ich die Mission schaffen soll. Aber ich habe auch einfach keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Gameplay. Weil ich einfach... Ich bin erschöpft. Wirklich, ich habe eine Woche lang viel pausiert ungefähr, dann wieder angefangen und direkt wieder keinen Bock mehr gehabt. Weil leck mich am Arsch, ist es einfach nur übertrieben schwer. Wie soll ich denn in so halb so kurzer Zeit eine Armee aufbauen, die so eine riesen Armada an Zergs wegzimmert? Das kann doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Ja,
Nee, keine Ahnung. Ich überleg mir was.